Wir sind in der Lunares Space Base im polnischen Örtchen Piwa. Hier wird für Langzeitmissionen im Weltall geforscht und trainiert. Dreimal im Jahr kommen Wissenschaftler aus der ganzen Welt hierher. Abgeschnitten von der Außenwelt werden sie 2 Wochen in der Basis verbringen und wertvolle Erkenntnisse sammeln für künftige Missionen von ESA oder NASA. Das hier ist das einzige permanente Mond- und Mars-Habitat Europas. Es wird von einem Weltraum-Startup geführt, das seine Trainings- und Forschungsmöglichkeiten als Dienstleistung anbietet. Auch wenn ich weiß, es ist nur eine Simulation, ich habe schon das Gefühl, auf einem anderen Planeten gelandet zu sein. Ich versuche mich gerade mit dem Gedanken anzufreunden, dass das jetzt zu Hause ist für einen Tag. Wir wollen heute herausfinden, ob es realistisch ist, dass Menschen in Zukunft fremde Planeten besiedeln. Und dafür werden wir einen Tag lang Teil der Crew sein. Und wir sind natürlich nicht nur zu Gast, wir müssen heute auch ein bisschen arbeiten. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Sehr gespannt. Heute erwartet uns unser erster Mondspaziergang. We trust you guys. Good luck. Good luck. See you. Radio check, over. Radio check, okay, over. Also ich finde, jetzt gerade, wo wir hier warten, fühlt sich das Ganze immer realistischer an. Ne? Mhm. Wahnsinn. Ich meine, wenn die Menschen tatsächlich irgendwann mal Leute zum Mond oder zum Mars schicken, dann wird es eine Riesenherausforderung sein, die Leute da am Leben zu erhalten. Die meisten Vertreter der Spezies Homo sapiens leben auf der Oberfläche des Planeten Erde. Aber ein paar von ihnen, die Astronauten, wohnen hier, 400 Kilometer höher. Ihre dicken Anzüge brauchen sie zum Überleben. Mit Rucksack. Darin ist Sauerstoff. Den müssen sie ständig atmen. Sonst sterben sie. Außerdem vertragen Menschen den niedrigen Druck im All nicht. Ihre Körperflüssigkeiten würden kochen. Ohne ihre Druckanzüge können sie nicht überleben. Aber ein Bar Druck, wie auf der Erde, wäre zu viel. Das würde dann so aussehen. Durch den Druckunterschied wäre der Anzug dann ganz prall und sie könnten sich nicht mehr bewegen. Deshalb sind im Anzug nur 0,3 Bar. Das ist für einen Menschen sehr wenig. Auf der Erde wäre das ein Druck in 9000 Metern Höhe, also weniger als auf dem Mount Everest. Damit sie das aushalten, müssen Astronauten reinen Sauerstoff atmen. Der Mensch hat im All sogar noch ein Problem. Er verträgt die Temperaturen nicht. Im Schatten bei bis zu minus 150 Grad braucht er eine Heizung. In der Sonne wird es dafür heiß. Über 100 Grad. Dann braucht er Kühlung. Dafür hat er in seinem Anzug ganz viele dünne Wasserschläuche. Vor einigen Jahren ist so ein Schlauch mal gerissen. Wasser floss in den Helm des Astronauten. Das Atmen wurde für ihn immer schwerer, je mehr Wasser austrat. Der Astronaut drohte zu ersticken, konnte nichts mehr hören, kaum noch was sehen. Um sich zu retten, musste er sich zurücktasten. Der Mensch braucht für längere Zeit im All immer eine Station oder eine Raumsonde in der Nähe. Damit es dort für ihn so angenehm ist wie zu Hause, braucht er viel Technik. Für den passenden Luftdruck und die optimale Atemluft gibt es Klimaanlagen, die das Kohlendioxid aus der verbrauchten Atemluft herausfiltern. Ein Teil des Sauerstoffs erzeugen die Astronauten hier oben. Dafür spalten sie Wasser. Den meisten Sauerstoff aber holen sie von der Erde. Der Jahresbedarf pro Mensch ist 300 Kilogramm Sauerstoff, 230 Kilogramm feste Nahrung, 1300 Kilogramm Trinkwasser und 9500 Kilogramm Waschwasser. Auf ihrer Raumstation verwandelt eine Filteranlage Schmutzwasser wieder in Trinkwasser.
Trotzdem müssen Transportsonden noch einiges ranschaffen. Astronauten brauchen sehr viel Technik. Und all ihre Apparaturen erzeugen Wärme. Wärme, die ihre Raumstation im Vakuum des Weltalls nicht wieder los wird. Wie in einer Isolierkanne. Doch auch gegen den Hitzetod wurde ein Mittel gefunden. Radiatoren, 14 Meter lange Kühlrippen, strahlen die überschüssige Wärme wieder ab. Aber ein Problem bleibt. Und das hat genau mit diesen Kunststücken zu tun. Menschen sind eigentlich eine recht große Schwerkraft gewohnt. Ohne die bekommen sie auf Dauer eine ganze Menge Probleme. Ihre Muskeln und Knochen bilden sich zurück. Daher brauchen sie hier oben 2 Stunden Spezialtraining. Jeden Tag. Für künftige Langzeitmissionen gibt es aber noch ein ungelöstes Problem. Menschen vertragen nämlich die Strahlung im All nicht. Die beschädigt ihre Zellen und erzeugt Krebs. Wie sie sich auf einer langen Mission dagegen schützen sollen, dafür gibt es noch keine Lösung. Doch man kann nie wissen. Vielleicht begeben sich Menschen trotzdem eines Tages auf eine lange Reise. Das große Ziel ist der Mars. Wir machen uns jetzt in der Lunaris Base in Polen zusammen mit den Weltraumwissenschaftlern mit unserer Mission vertraut. Let me welcome you. Willkommen im Lunaris-Habitat, euer Zuhause für die nächsten 2 Wochen. Wir befinden uns hier im Atrium. Das ist der zentrale Raum des Habitats, der alle anderen Räume miteinander verbindet. Shimon arbeitet für den privaten Betreiber der Basis. Sein Job ist es, die Wissenschaftler auf ihren 2-wöchigen Aufenthalt hier vorzubereiten. Das ist das Biolabormodul, im Grunde genommen ein Gewächshaus. Die Pflanzen hier ernähren sich von Wasser, das mit Nährstoffen angereichert ist. Und eure Aufgabe wird es sein, die Pflanzen zu gießen und zu pflegen. Natürlich wird auf dem Mond auch gekocht. Kannst du uns was zum Licht hier erzählen? Warum ist es hier so blau? Wir können die Farbe ändern, wenn wir das wollen. Zusätzlich gibt es hier ein UV-Licht. Die Crew wird 2 Wochen lang kein Sonnenlicht sehen. Und das ist problematisch, oder? Ja, das ist problematisch für den Körper und auch die Psyche. Das UV-Licht hilft euch, Vitamin D zu produzieren und beugt so auch Depressionen vor. Ich bin echt mal gespannt auf die Betten. Es gibt also nur einen Schlafsaal für alle? Ja. So die Größe eines Schiffscontainers, ne? Da sind sie alle untergebracht. Ziemlich eng hier, aber das ist euer einziges bisschen Privatsphäre hier im Habitat. Darf ich mal ausprobieren? Ja, sure. Gucken, wie es sich hier sieht. Na klar, du bist ziemlich groß, also mal schauen. Ja, das bin ich. Upsala. Muss man einmal kurz zusammenfalten. Würdest du hier schlafen können, ne? Das ist eine gute Frage. Also, ich sag mal, es ist ein bisschen hart. Aber du kannst die Beine ausstrecken. Ich passe da schon rein. Aber mal angenommen, wir wären wirklich in so einer extremen Situation. 6 Leute auf einer Weltraummission, auf dem Mond, völlig isoliert. Wie schwierig ist es da, das soziale Verhalten zu managen? 2 Wochen klingen nicht nach einer langen Zeit. Aber mal angenommen, jemand aus der Crew geht dir ein bisschen auf die Nerven. Schon nach einer Woche hier drin werden sich eure Probleme miteinander vervielfacht haben. Daher ist es auch Aufgabe des Kommandanten, diese zwischenmenschlichen Probleme frühzeitig zu erkennen und zu lösen. Du wirst ja jetzt dann Kommandantin sein. Hast du denn irgendwelche Erfahrungen damit? Ich bin früher Autorallyes gefahren und habe auch als Expeditionsleiterin an Touren durch den Himalaya und anderen Teilen der Welt teilgenommen. Ich weiß also, wie es ist, wenn Menschen in Situationen von ihrem Ego oder vom Stress übermannt werden und die Dinge nicht so ganz nach Plan verlaufen. Genau wie die anderen Crewmitglieder musste sich auch Kommandantin Joanna auf einen der wenigen freien Plätze für die Mission bewerben. Ein wichtiges Auswahlkriterium, das Thema ihrer Forschung. Was sind deine Erwartungen an die kommende Mission? Auf der einen Seite will ich beobachten, wie sich die Gruppe in Isolation verhält. In meiner Doktorarbeit geht es um das Gefühl von Sicherheit, das Menschen brauchen. Und in so einer Situation lässt sich sehr gut beobachten, wie wir Menschen auf Isolation reagieren und kooperieren, um zu überleben. Besonders, wenn sich die Gruppe nicht kennt. Würdest du denn selbst gerne mal auf dem Mond oder auf dem Mars leben?
Ja, ich würde die Erde gerne mal vom Weltall aus betrachten. Immer wenn mir jemand sagt, das ist unmöglich, sage ich, Herausforderung angenommen. Für mich geht es einfach darum, Grenzen zu überwinden. Ich glaube, für mich müsste ich erstmal nochmal drüber nachdenken. Naja, wer Abenteuer mag. Ja, gut. Klar, es gibt auf jeden Fall Freiwillige für so eine längere Mission zum Mond zum Beispiel, obwohl die Reise natürlich alles andere als sicher und bequem ist. Sie sind die letzten Astronauten, die diese gefährliche Reise gewagt haben. 1972 startet Apollo 17 zur mittlerweile sechsten Mondlandung. Fast schon Routine. Seitdem ist kein Mensch mehr zum Mond zurückgekehrt. Wie kann das sein? 5 Gründe, warum es so schwer ist, zum Mond zu fliegen. Es gibt keine Rakete. Die Rakete für eine bemannte Mondmission muss Unfassbares leisten. Binnen 8 Minuten muss sie ein zig Tonnen schweres Raumschiff auf etwa 40.000 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Die Rakete ist damit etwa 11-mal schneller als eine Gewehrkugel. Das geht nur mit extrem starken Schubwerken. Die Saturn V-Rakete hatte den Schub. Die Trägerrakete von Apollo ist bis heute die stärkste jemals geflogene Rakete. Trotzdem würde sie heute niemand mehr nachbauen. Es gibt im Detail bessere, effizientere technische Lösungen als in den 1960er Jahren. Diese Animation zeigt das bislang größte NASA-Projekt, das Space Launch System. Doch bisher gibt es nur erfolgreiche Tests einzelner Triebwerke. Ihre nächsten Konkurrenten gibt es schon. Die Falcon Heavy-Rakete des Tesla-Gründers Elon Musk und seiner Firma SpaceX. Ein Start ist mit 150 Millionen Dollar 10-mal günstiger als die geplante NASA-Rakete. Und einzelne Teile sind sogar wiederverwendbar. Aber noch ist auch die Falcon Heavy nicht so weit, Menschen zum Mond zu bringen. Es gibt zu wenig Geld. Auch ein wichtiger Grund, warum bisher niemand zum Mond zurückgekehrt ist. Für das Apollo-Programm standen nach heutigen Maßstäben über 15 Milliarden Dollar pro Jahr zur Verfügung. Man wollte im Kalten Krieg unbedingt vor den Sowjets auf dem Mond sein. Koste es, was es wolle. Das NASA-Mondprogramm musste in den letzten 10 Jahren mit nur knapp 2 Milliarden Dollar pro Jahr zurechtkommen. Einzig die Kapsel für die Astronauten ist so gut wie fertig. Orion. In ihr sollen 2023 das erste Mal wieder Menschen in die Mondumlaufbahn gelangen. 2-mal wurde der Termin schon verschoben, weil das Geld ausgegangen war. Und eine Landefähre gibt es noch gar nicht. Höhere Sicherheitsstandards. Verglichen mit heutigen Missionen reisten die Apollo-Astronauten in Blechbüchsen. Sie hatten Glück. Energiereiche Weltraumstrahlung von der Sonne hätte ihnen zum Verhängnis werden können. Unvorhersehbar brechen immer wieder Sonnenstürme aus. Dann ist die Strahlung besonders hoch und führt innerhalb von wenigen Stunden zu einer tödlichen Dosis. Heute weiß man, dass die letzten Apollo-Astronauten nur knapp dem Strahlentod entgangen sind. Zusätzlicher Strahlenschutz ist nur durch mehr Material zwischen Astronaut und Strahlenquelle möglich. Daher baut man bei der Orion-Kapsel Wassertanks in die Wände ein, um die Astronauten zu schützen. Der IT-Aufwand ist höher. Heute werden viel mehr Computer eingesetzt als in den 1960er Jahren. Das treibt Entwicklungsdauer und Kosten nach oben. Und jeder Rechner muss vor der Strahlung geschützt werden. Ein PC, der im Handel 500 Euro kostet, kostet fertig verbaut für den Weltraumeinsatz etwa 2 Millionen Euro. Eine aufwendigere Mission ist geplant. Noch ein wichtiger Grund, warum eine Mondlandung heute schwerer zu realisieren ist als bei Apollo. Hinfliegen, nur um eine Flagge aufzustellen, das reicht heute nicht mehr aus. Es muss mehr herausspringen. Statt 2 sollen 4 Astronauten auf der Mondoberfläche landen. Sie sollen mehr forschen und experimentieren und deutlich länger als ihre Kollegen im 20. Jahrhundert bleiben. Mittelfristig sollen sie sogar eine Mondnacht überdauern. Das klingt leichter, als es ist. Denn die Mondnacht umfasst etwa 14 Tage. Zwischen Tag und Nacht schwankt die Temperatur um bis zu 300 Grad. In dieser Zeit stehen keine solaren Energiequellen zur Verfügung. Wie genau die Versorgung sichergestellt werden kann und wie die Astronauten psychisch auf diese Mission vorbereitet werden können, ist noch unklar.
Animationen wie diese gab es zu Apollo-Zeiten noch nicht. Sie sind beeindruckend, können aber über einen Fakt nicht hinwegtäuschen. Noch sind sie reine Science-Fiction. Ihr werdet gleich einen Außeneinsatz machen. Euer Ziel wird es sein, 3 Bodenproben zu nehmen. Für uns wird es jetzt ernst. Shimon zeigt Emily und mir, wo genau wir die Proben sammeln müssen. Unsere Ausrüstung besteht aus einem Hammer und natürlich unseren Raumanzügen. Sobald ich das Habitat verlasse, beginnt die Simulation. Ihr seid dann auf euch allein gestellt. Ich kann euch nur noch per Funk Anweisungen geben. Wir sind also isoliert. Hammer. Mission Control, wir sind bereit. Over. Ich bin so aufgeregt. Viel Erfolg. Euch auch. Wir sehen uns. Kannst du ihnen sagen, ich mache die Schleuse zu? Ja. Wir schließen jetzt die Tür. Over. Und Adrian weiß es noch nicht, aber Jimmy hat mir eine besondere Aufgabe für Drehen gegeben. Ihr könnt die Luftschleuse jetzt verlassen. Okay, wir gehen jetzt raus. Ab auf den Mond. Mission Control, wir steigen jetzt aus. Der erste Schritt nach draußen. Könnt ihr das wiederholen? Ich habe verstanden, dass ihr jetzt auf der Mondoberfläche seid. Over. Ja, wir können bestätigen, wir sind jetzt auf dem Mond. Wow. You're the moon. Over. Adrian. Gut, also wir gehen S1. Okay. Das ist S1, oder? Ja. Yeah. Mission Control, wir sind jetzt bei S1. Sehr gut, over. Ich meine, das ist echt so, also als wären wir auf dem Mond. Hier ist ja auch nichts. Und vor allem so dieses Anzug, das macht alles schwieriger. Okay, was meinst du das so? Passt, ist ne? Ein Drittel, finde ich, ist gut. Okay, wir gehen jetzt weiter zu S2, over. Over. Erste Schwierigkeit. S2 ist gegenüber von dem Zelt, bei einem kleinen Hügel. Geschafft. Okay. Ich bin schon außer Atem. Emily, wenn ich jetzt gerade wirklich dran denke, dass wir auf dem Mond wären, ich glaube, dann hätte ich jetzt auch ein bisschen Angst, oder? Aber mit dir. Ja, das wäre ein bisschen wie bei Z-News. Oh, mein Hammer ist kaputt. Okay. Houston, we have a problem. Mein Hammer ist kaputt. Die letzte. Dann steht da echt eine Flagge. So, wer ist hier gewesen? Hier waren schon andere vor uns. Wir sind nicht die Ersten. Hast du S3? Ich glaube, ich muss mich ein bisschen setzen, Adrian. Ich glaube, es geht mir gar nicht so gut. Echt? Ja. Okay. Moment. Wir warten ein bisschen vielleicht. Klar. Hast du Probleme zu atmen unter der Maske? Ja, es ist mir echt warm. Mission Control. Emily, Mission Control. Emily hat anscheinend Kreislaufprobleme. Was können wir tun? What can we do? Kannst du ihr bitte ins Zelt helfen? Okay, ich gehe mit ihr ins Zelt. Sie sagt, dass ihr sehr heiß ist. Sobald Emily im Zelt ist, musst du versuchen, eine Trage für sie zu bauen. Achtung. Geht's? Mission Control, wir sind jetzt im Zelt. Ich versuche, eine Trage zu improvisieren. Also. Komm, Adrian, du musst mich retten. Ich bin ja sehr kreativ, aber ich weiß nicht, wie ich hier raus eine Trage bauen soll. Du musst mich retten. Okay. Adrian, du schaffst es. Habitat-Team, könnt ihr die beiden bitte unterstützen? Die kommen. Ja, das ist auch gut so. Jetzt sind wir nicht mehr allein auf dem Mond. Es ist gar nicht so einfach. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Glaubst du, das funktioniert so? Ja, genau so. Noch ein bisschen. Like this. Okay. Oh, unfassbar, dass das funktioniert hat.
Achtung hier. Wobei, wir sind ja auf dem Mond, da sollte das Gewicht keine Rolle spielen. Ja, stimmt. Hast gleich geschafft, Emily. Ja. Ach, ich bin so erleichtert. Und okay. Sie hatte einen kleinen Schwächeanfall. Die Jungs haben einen super Job gemacht. Ich bin total im Eimer, ne? Glückwunsch, ihr habt es überlebt. Ich bin gerade wieder reingekommen. Super, ihr seid ruhig geblieben. Aber jetzt mal im Ernst. Das war alles abgesprochen, oder? Hast du gut gemacht. Was für ein Abenteuer. Ja, du hast es geschafft, ruhig zu bleiben und dein Crewmitglied zu retten. Das war echt gut. So ein Außeneinsatz kann schon echt hart sein. Und umso besser ist es, dass ja zumindest die erste Erkundung von Planeten in Zukunft wahrscheinlich eher von Sonden und Robotern übernommen wird und nicht von Menschen. Unser Sonnensystem, maßstabsgerecht dargestellt, ist vor allem eins: leer. Es zu erforschen ist deshalb viel schwerer, als eine vereinfachte Darstellung glauben macht. 1977. Voyager 2, die 20. Raumsonde der Menschheit, bricht auf, um neue Welten zu erforschen. Sie braucht 2 Jahre, bis sie in die Nähe des Jupiters kommt. Die Sonde kann nicht ferngesteuert werden, denn die Übertragungszeit für Befehle von der Erde ist zu groß. Über eine halbe Stunde. Und dann nochmal dieselbe Zeit, bis eine Antwort der Sonde zur Erde zurückkommt. Deshalb nutzt sie ihren kleinen 70er-Jahre-Bordcomputer, mit dem sie autonom ihr Messprogramm abarbeitet. Um ihr Ziel zu finden, braucht Voyager keinen Kontakt zur Kontrollstation. Sie orientiert sich an der Sonne und nimmt dann selbstständig den Saturn ins Visier. Nach 4 Jahren Flugzeit. Sie kann Magnetfelder bestimmen und Lichtwellen aufnehmen. Im sichtbaren und im unsichtbaren Bereich. Beispielsweise vom Neptun. Nach 12 Jahren Flugzeit. Bis 2012 haben bereits über 50 Sonden ihre Bahnen gezogen. Voyager 2 hat mittlerweile eine Wegstrecke von 24 Milliarden Kilometern zurückgelegt. Und sendet immer noch. Auch im Jahr 2012 nähert sich eine neue Marssonde ihrem Ziel. Curiosity soll auf dem Mars landen. Bei einer Signallaufzeit von 20 Minuten von der Erde zum Mars geht das aber nicht ferngesteuert. Sie muss selbstständig landen. Dafür misst sie Druck und Flughöhe. Ihr Bordcomputer verarbeitet diese Informationen und steuert das Landemanöver völlig autonom. Anfangs arbeitet der Mars Rover so ähnlich wie seine Urahnin Voyager. Er nimmt in einem festen Rhythmus hoch aufgelöste Panoramabilder auf. "2016 bekommt er dann per Funk von der Erde ein besonders wichtiges Software-Update für künstliche Intelligenz. Seitdem kann der Bordcomputer eigenständig mit einem Algorithmus entscheiden, welches der aussichtsreichste Ort für eine Probennahme ist. Weitere Updates könnten Curiosity noch intelligenter machen. Trotzdem werden für diese Mission auch in Zukunft alle wichtigen Befehlsentscheidungen auf der Erde getroffen. Bei der nächsten Mars-Mission soll ein neuer Rover mit einer intelligenten Drohne zusammenarbeiten. Die erkundet dann das Terrain. Und in Zukunft könnte es Sonden geben mit hochentwickelter künstlicher Intelligenz. Die sollen dann komplett autonom fremde Planeten erforschen. Doch bis es soweit ist, müssen noch immer Astronauten für diese Aufgabe ausgebildet werden. Die Welt hat uns wieder. Und wieder raus, ja. Komisch, wie man drin die Zeitwahrnehmung auf einmal verliert. Ne? Total. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das Leben ohne Tageslicht ertragen würde. Boah, für mich war das total schwierig. Also da reinzukommen, ich war sofort müde und wollte mich hinlegen. Bis dann zu dem Zeitpunkt, als ich dich retten musste, da war ich dann auf einmal sehr wach. Und ich meine, daran sieht man natürlich, ich wusste, es war eine Simulation. Wir sind in einem Hangar, aber es war einfach real. Ne? Mhm. Dir ging es schlecht, ich musste dir helfen. Und ich finde, daran sieht man auch, wie wichtig es ist, dass man so Riesenmissionen
Mission, wie einen fremden Planeten zu besiedeln, einfach bis ins Kleinste trainiert. Also ich möchte die Erde gar nicht verlassen und ich möchte auch keinen fremden Planeten besiedeln. Aber ich muss zugeben, ich habe heute hier wirklich Lust bekommen, Teil von diesem Experiment zu sein. Ich würde mich auf jeden Fall 2 Wochen hier für die Wissenschaft ansperren lassen, weil ich glaube, da kommt man wirklich auch an seinen Grenzen. Mhm. Ich würde mich tatsächlich aber auch mal zum Mond schießen lassen für 2 Wochen, wenn es ein Rückflugticket gibt. Gute Idee. Damit sagen wir Tschüss. À la prochaine. Salut.